Ja, hallo Leute. Moin erstmal. Also wenn ihr wissen wollt, warum man für eine Seilbahn nicht unbedingt Berge braucht und wenn ihr wissen wollt, warum man die Nordschleife bzw. den Nürburgring komplett mieten kann und für den normalen öffentlichen Verkehr, das heißt unser eins, gesperrt ist und warum das älteste Gebäude der Welt, nee, nicht der Welt, das älteste Gebäude hier in Deutschland ist, dann bleibt einfach dran. Kommt mit. Ich fahre gleich los. Setzt euch hinten auf ein Motorrad und fahrt einfach mit. So, auf geht's. So, und hier habe ich bereits die Autobahn verlassen und bin auf Landstraßen unterwegs bei super Wetter. Auf der Autobahn allerdings musste ich tatsächlich für 1,99 € Benzin bezahlen. Ich melde mich nochmal von unterwegs aus hier. Ich habe gerade mal angehalten wegen der phänomenalen Aussicht. Hier bin ich schon in Bernkastel auf der Moselbrücke und in 2-3 Minuten auch gleich im Hotel. Das Hotel habe ich über Booking.com gebucht und war eigentlich vollkommen okay für die Zwecke, die ich für den Aufenthalt benötigte. So, Ankunft. Ja, nun bin ich hier im Hotel Bären in Bernkastel-Kues. Ein nettes Hotel. Zwar jetzt kein Biker-Hotel, aber immerhin ganz nett. Hab mir Frühstück gebucht und muss jetzt deswegen gucken, dass ich heute Abend was zu essen bekomme. Das heißt, jetzt gehen wir mal nach Bernkastel ins Dorf. Wie man unschwer erkennen kann, liegt Bernkastel direkt an der Mosel, die durch Rheinland-Pfalz fließt. Bernkastel hat 7000 Einwohner und liegt auf 110 Meter Höhe. Bernkastel hat eine Fläche von 23 Quadratkilometern. Tja, hier kommt jetzt gerade die Moselprinzessin. Naja. Tolle weiße Dame hier. Bernkastel wird im Sommer sehr viel von den Flusskreuzfahrtschiffen angesteuert. Und dementsprechend ist auch das Ortszentrum von Bernkastel manchmal sehr mit Touristen überlaufen. Aber da kann man ja nichts machen. Ich bin ja auch ein Tourist. Mitten auf der Brücke befindet sich ein Andenken an Nikolaus Cusanus. Er war ein universal gebildeter Philosoph, Theologe und Mathematiker. So, dann gucken wir mal, was dieses schöne Brauhaus hier im Angebot hat, um etwas zu essen. Ja, ganz nett aus. Das ehemalige Bahnhof vielleicht? Keine Ahnung. So, da bin ich dann doch im Brauhaus gelandet und kriegt man ein schönes Bierchen jetzt. Gleich kommt der Burger. Und ja, dann werden wir mal was essen hier. Prost! Ja, auf dem Rückweg konnte ich es mir nicht verkneifen, hier mal ein Panoramabild von der Brücke aus gesehen auf Bernkastel zu machen. Eine 360-Grad-Aufnahme hier reduziert auf 180. War ein echt toller Ausblick. Hier im Blick jetzt das Hotel Drei Könige. Dieses Gebäude direkt an der Mosel ist Teil des Hotels, in dem ich wohnte, Hotel Bären. Das Riesenrad hier ist seit 1-2 Jahren da, ist 35 Meter hoch und hat 24 Gondeln. Hier jetzt die Pfarrkirche St. Michael. Ja, und hier kommen wir jetzt zum Zylinderhaus. Ich verlinke
hier einen Link rein, in dem man dann draufklicken kann und dann direkt zum Zylinderhaus kommt. So, aber nun geht's los mit der ersten Tour. Ja, und hier stehe ich jetzt unter der Hochmoselbrücke. Sie hat eine Gesamtlänge von 1,7 Kilometer und ist 158 Meter hoch. Seit 2 Jahren steht sie da schon und hat 175 Millionen Euro circa gekostet. Viel Geld, aber das musste so sein. 8 Jahre lang wurde auch daran gebaut. Ja, und auf sowas muss man immer vorbereitet sein, dass irgendwann hinter der Kurve ein Trecker steht oder sonst irgendeiner, der eine Pause macht oder sonst was. Hier mal eine Brücke leid. Das Geld reichte wohl nicht für eine Brücke mit 2 Fahrspuren. Ja, weiter geht's. Immer schön kurvig durchs Moselgebiet. Richtig mit Tonantis, vielen Kurven und tollen trockenen Straßen. Ja, und hier komme ich gerade in Cochem an. Cochem liegt auch direkt an der Mosel und ist eine relativ große Stadt. Also jetzt bin ich hier in Cochem an der Mosel. Verdammt viel los. Nun befinde ich mich in der Altstadt von Cochem. Eine wunderschöne Altstadt mit historischen Stadtkernen. Und jede Menge Besteck. Auch hier natürlich wieder der unvermeidliche Cappuccino. Cochem hat ca. 5200 Einwohner, liegt auf 85 Meter Höhe und hat eine Größe von 21 Quadratkilometern. Die Stadt selbst war schon zu den Zeiten der Römer und der Kelten besiedelt. Im Jahre 886 wurde sie erstmalig erwähnt. Hier nun der historische und wirklich schöne und tolle Stadtkern. So, nun geht's weiter. Immer geradeaus, beziehungsweise nicht geradeaus, sondern in vielen kleinen, schönen Kurven. Und eigentlich bei super Wetter. Leute, guckt euch doch mal hier um, das ist so eine phänomenale Gegend hier. Also ich bin jetzt auf dem Wege von Cochem, wo ich gerade gewesen bin, nach Koblenz. Ja, da kommt jetzt ein kleiner Roller, was das ist. Ach du großer Garten. 50 Kubik Roller, der quält sich hier rauf. Naja, okay. Also ich bin hier jetzt, wie gesagt,
in Richtung Koblenz unterwegs. Ich will ein bisschen mit der Seilbahn fahren. Aber ihr müsst euch bitte mal die Gegend hier angucken. Das ist natürlich schon phänomenal, ne? Ja, und wie gesagt, eigentlich tolles Motorradfahrwetter jetzt. Und ich hoffe mal, dass das auch jetzt alles funktioniert. Super, super, super. Und jetzt geht's auch gleich wieder los. Auf dem Weg ins Hotel, naja, da sagt das Navi, fahr mal die Straße lang und dann mache ich das auch. Und dann ist so ein kleiner Platz hier, ja, das ist die Moselschleife irgendwo. Muss ich gleich mal nochmal nachprüfen und dann habe ich den Namen des Ortes hier auch mit Sicherheit eingefügt. Aber schon toll hier. Ja. Also, so eine Wolkenformation erlebt man auch nicht alle Tage. Links pechschwarz, dicke, fette Regenwolken und rechts blauer Himmel und die Sonne scheint. Äußerst bedrohlich und ich habe mich wirklich gefragt, ob ich noch heile ins Hotel komme, ob ich noch trocken bleibe oder ob ich einfach die Tour abbreche und wieder zurückfahre nach Cochem. Aber es hilft ja nichts, man muss weiter. Aber nochmal hier einmalig die Wolkenformation. Richtig toll. Was für eine Wolkenformation hier. Das ist ja der nackte Wahnsinn. Ich frage, ob es regnet. Guck ich gleich mal bei Google. Hey, bei Wetterradar. Auf dem Weg ins Hotel habe ich jetzt mal in Traben-Trarbach halt gemacht. Eigentlich wollte ich hier noch einen Kaffee trinken oder so. Aber ich weiß auch nicht, ob das die richtige Entscheidung wäre, weil dieses fette Regengebiet da am Anzug ist. Aber okay, vielleicht mache ich es doch. Ich guck mal. An so einem Holzlaster sollte man mit äußerster Vorsicht und voller Aufmerksamkeit vorbeifahren. Es kann immer mal sein, dass irgendwie ein Fahrer aussteigt oder die Straße verunreinigt ist oder was auch immer. Also böse aufpassen, sonst kann es böse enden. Diese Strecke hier ist unweit vom Hotel weg und führt an einem Bach links lang. Aufgrund dieser Formation der Felsen meint man eigentlich, man wäre in Frankreich und nicht, oder in Südfrankreich und nicht hier an der Mosel. Eine fantastische Strecke, leider etwas tempolimitiert, aber da ich sowieso immer nur 50 und rechts fahre, passt das ja. Wohlbehalten und Gott sei Dank trocken bin ich im Hotel dann angekommen. Jetzt ab in die Garage und dann geht's nochmal nach Bernkastel rein, noch ein kleines Bierchen trinken, ein Schnitzel essen, die tolle Aussicht genießen und den Tag ausklingen lassen. Musik.
Heiligen Heiligen.